Ja, hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zu The Forest. Ich spiele zusammen The Forest mit dem guten Paraderos. Hallöchen. Hallöchen. Jawohl, so, wir haben uns vorgenommen, hier mal ein bisschen rumzuschleichen, bisschen Story, viel bauen und gucken, was uns hier so alles, ja, erwartet. Und ich sag mal gleich am Anfang auch vorweg, auch in diesem Video oder in dieser Videoreihe wird es so sein, wir machen eine Begrüßung pro Aufnahmesession höchstwahrscheinlich und halt zum Ende einer Verabschiedung. Eventuell verspreche ich jetzt auch nicht, vielleicht baue ich auch noch was anderes mit ein. Muss ich gucken, ob ich das genauso hinbekomme, wie ich mir es vorgestellt habe oder wie ich es mir eventuell vorstelle. Nur falls es nicht klappt, sage ich schon mal, wird es so sein, dass wir nur eine Begrüßung haben pro Aufnahmesession. Ja, Videos werden so um die 15 Minuten gehen, wie gehabt. Ja, und dann schlagen wir uns hier mal durch den Wald, wa? So, hier nochmal ein bisschen was essen. Bin hier schon leicht am Looten. So satt bin ich. Ja, ich habe hier erstmal alles. So, erstmal noch ein bisschen hier dran gewöhnen. Ja, ich habe es ja schon mal leicht angespielt ein bisschen. Mit Maus und Tastatur. Ich habe mir jetzt mal meinen PlayStation-Controller dran gehangen. Ist für mich ein bisschen einfacher, allerdings auch gewöhnungsbedürftig. Muss ich mal dazu sagen. Da So. ist ein Dorf. Da ist ein Dorf, sagt er. Okay. Ja, Scheißball. Tatsache, da ist direkt ein Dorf. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier anfangen. Wir werden uns vielleicht erstmal ein kleines Eckchen suchen, wo wir uns vorübergehend mal niederlassen. Um erstmal so einen kleinen Safe Point zu haben. Und dann werden wir mal losziehen. Und uns ja eine richtige Hütte aufbauen, ne? Pläne haben wir große. Wir gucken mal, ob wir sie auch umsetzen können. So, welchen Koffer habe ich noch nicht gelootet? Wahrscheinlich die hier vorne, wo du warst, ne? Da ist noch was drin, ja. Hier dürfte noch was drin sein. Paar Äste schon mal mitnehmen. Hier, sonst noch Koffer. Den Stein, hier ist noch einer. So. Ich bin auf jeden Fall Jäger und Sammler. Ich lasse mir nichts entgehen. Bis mein Inventar überfüllt ist. Ein paar Büsche abhauen für Blätter und so. Und dann, oh hier Stoffe sind wichtig. Hier ist nichts mehr drin. Da, so. Ich glaube, jetzt haben wir alles gelootet. Alter, hier hängen aber viele Stoffe. Das ist gerade mega praktisch. Ich glaube, von Stoff kann man nie genug haben. Oh ja, also Stoffe werden wir massig brauchen. Textilstoff natürlich. Da sind Klamotten drin, die wollen wir nicht. So, da sind auch Klamotten drin, die wir nicht wollen. Hier liegen auch noch Koffer. Das sind irgendwelche Beeren, die wir nicht essen. So, ich gucke mal hier eben. Hier ist ein Bild. Ich habe schon das erste Bild gefunden. Und rote Farbe. Komm mal zu mir. Siehst du Bin meinen gleich da. Namen? Also Namen haben wir auf jeden Fall an, dass wir uns ein bisschen wiederfinden. Ich glaube, sonst wird schwer, da wir nun keine Forest-Profis sind. Ach, du bist in dem Dorf, ne? Nein, nein, ich bin der Absturz. Ach da, ich sehe dich. Hier sind jede Menge Koffer noch. Ja. Siehst du meinen Namen? Ach so, das sind die Koffer. Sind die schon auf? Nein, ich hab's aufgemacht. Ich komme. Auf jeden Fall zeige ich dir gleich auch mal die rote Farbe. Das ist nämlich ganz lustig. Dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Also, Tarnungglocke. bitte? Das ist Tarnung, oder? Genau, dann lassen die uns nämlich auf jeden Fall erstmal in Ruhe, weil die uns verehren sozusagen. Also, ich muss dazu sagen, ich weiß halt schon ein bisschen über das Spiel. Ich kenne auch das Ende der Story. Ich habe mich halt selbst gespoilert, weil ich das mega bei Gronkh gefeiert habe. Und ja, ist vielleicht nicht unbedingt so praktisch mit dem Spoilern und so, aber ja, ist so. Aber so geht man wenigstens nicht ganz blöd in das Spiel und ja.
So, dann zeige ich dir mal eben, wo die Farbe war. Ja, Folge mir mal. ich folge dir unauffällig. Klatsche mir den Baum hier nochmal weg. Und zwar war das jetzt hier in der Hütte. Du warst schon in dem Dorf drin. Wenn die Farbe hier nicht steht, dann in dem nächsten, in der nächsten Hütte hier unten. Ich habe einen Pullover angezogen. Okay. Ja, nee, hier war das. Hier unten. In der Hütte. Oh, hier geht's aber gut bergab. Wir sollten halt nur nicht mehr ins Wasser gehen dann jetzt. Das wäre blöd. Dann ist die Farbe nämlich weg. Ah, da sind auch schon welche. Na, herrlich. Herzlichen Glückwunsch. Hallöchen. Ja, lasst uns mal schön in Ruhe. Bin ich auch noch rot? Ja, ich bin noch rot. Sonst hätten wir jetzt nämlich schon Stress. Ich höre sie schon wieder Ja, die irgendwo. sind hier bei mir. Wo bist du? Ich habe gerade einen Laptop kaputt gemacht. Ach so. Will ich nicht. Ach da. Da Jetzt habe vorne. ich dich gesehen. Genau, ich bin hier an der anderen Hütte. Dein Name hat die. Oder die Schrift von deinem Namen. Alter, der greift mich an. Was für, wieso greift er mich an? Ja, der hier auch. Ich schnappe mir. Wobei, wenn er wieder abhaut. Glaube, ich bin ihm einfach nur zu nahe gekommen. Ja, nee, nicht hauen, nicht hauen. Er wollte gerade beten. Dürfen denen nur nicht zu nahe kommen. Ich glaube, das mögen die dann doch nicht. Okay. Hörst du? Wir haben unser eigenes Fall. Ja, also lassen wir die mal in Ruhe. Wir gehen weiter plündern. Gehen wir mal in das Dorf hier rein. Ah ja, Leute, und ihr seht ja mit der. Oh, ist euch jetzt ja schon aufgefallen. Ich zocke ohne Kamera. Ich dachte mir erstmal, stört dann weniger im Spiel und ja, wahrscheinlich werde ich auch das eine oder andere Mal mich hier derbe erschrecken. Das müsst ihr euch aber nicht reinziehen. Wenn ich mir hier vor Angst in die Hose mache. Was eine coole Stelle. Hier gibt es auch schon gleich einen Benzinkanister. Also wir haben auf jeden Fall gut Stoff und sowas gleich am Start. Das ist schon mal gar nicht schlecht für den Anfang. Der Die Tennisball kann er machen mich schon ein bisschen behalten. kirre. Ja, ich ignoriere die erstmal, glaube ich. Hier sind noch Koffer. Sehr geil. Also ich Ich glaube. sammle gerade die ganzen Stoffe ein. Ja, da bin ich auch die ganze Zeit dabei. Stoffe und Koffer und Seile. Seile hängen ja oft in den Hütten drin. Ja. Erstmal alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Das ist. Ach, hier ist eine Kiste. Über die wir eben mal kurz gesprochen hatten. Und hier ist noch eine Kiste. Die haben mich angegriffen. Okay. Kommt zwar immer wieder zu mir, aber lass mich noch in Ruhe. Nein, die lässt mich gerade nicht in Ruhe. Dann schlachte sie ab. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kommen soll. Das ist typisch. Jetzt lang. Alter, hier sind so viele Getränke. Ich habe mehr als genug Getränke und so. Bin schon voll. Latinen, auch gut. So, ich habe einen Speer. Ja, den werde ich mir jetzt auch gleich mal basteln. Geht mir jetzt nicht auf den Sack, Mädels. Ja, Getränke, Steine habe ich schon voll. Stoff haben wir mit hier auch richtig viel schon. Also, müsste ich mir einen Hasen schnappen irgendwie? Weil ich bin voll. Noch so drin? Noch mehr Getränke, Alter. Das ist aber Die der Kisten. Mega-Startpunkt hier. Ich sag ja, die Kisten sind heftig. Liegt noch ein Zuhörkoffer.
Wer ist der schon? Ja, doch, der war noch zu. Ich habe Medikamente voll, dies voll, das voll, jenes voll. Aber wenn wir... Ich hätte schon gerne gleich die abgeschlachtet eigentlich, weil für einen vernünftigen Speer. Oh, Alter, wie viel Koffer hier noch liegen. Ein Haufen Aspirin da drin. Wow, Wahnsinn. Also so langsam verliere ich den Überblick, wo ich schon war und wo noch nicht. Habe ich schon. Stöcker sind auch voll. Na, dann baue ich mir jetzt erstmal einen Standardspeer. Das geht so. Ausrüsten L2. Sehr schön. Problem ist, das sind gerade so sehr, sehr viele, um sie anzugreifen. Ne? Noch mehr Stoffe. 13 geht's. Das Schwede. Sind schon ein bisschen makaber drauf. Ich glaube, die tun uns nicht mehr an, beten, wenn wir den ersten umhauen. Nee, dann ist vorbei. Dann beten die uns auf jeden Fall nicht mehr an. Ja, wollen wir vielleicht unser erstes Lager vielleicht erstmal hier reinstellen? Dann schlachten wir die jetzt hier alle ab, holen uns ein paar Knochen und so. Ich dann. Ich hab eine Lurchhaut. Sehr gut. So. Das Navigieren hier drin ist ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt, mit Controller. Das funktioniert nicht so geil. So, ich mach mal Feuer. Dann können wir die da gleich reinhauen. Alter, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich schmeiß jetzt einen den Speer an den Kopf und hoffe, dass es funktioniert. Den hier zum Beispiel. Ja, das jetzt macht, glaube ich, dich vielleicht. Achso, du hättest. Achso, du wolltest. Ja. Komm wieder her hier, Junge. Aua. So, den ersten haben wir hin. Erst betet uns das Volk an und jetzt rotten wir. Komm her, lauf nicht weg. Ich hab dich schon angekloppt, Junge. Will ich jetzt tot haben. Ich hab auch keine Ausdauer mehr gerade. Okay, der ist schon mal hin.